Die Geister der sibirischen Steppe sind anspruchsvoll. Du musst für sie trommeln, tanzen und singen. Und wenn du im Feuer etwas zu essen für die Geister verbrennst, dann kommen sie. Sie werden dir nichts tun, weil du gut zu ihnen gewesen bist. Angenehm ist es nicht, bei minus 45 Grad mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Aber das ist Nikolais Beruf. Nikolai Musokowitsch braucht die Hilfe der Geister, denn er ist ein Schamane. Wer sind die Schamanen? Verrückte, die Geister beschwören, Ärzte oder Priester? Schamanen sind traditionelle Heiler. Seit Menschengedenken wird ihnen die Fähigkeit zugesprochen, andere vom Leiden zu befreien. In keiner Region der Welt sind die uralten Rituale bis heute so lebendig wie in Sibirien. Wer den Schamanen Nikolai braucht, kommt hierher. An die Stelle, wo der kleine und der große Jenissei zusammenfließen zum Ukulem, wie der Fluss bei den Einheimischen heißt. Dieser Ort in der öden und kargen Landschaft ist ein geografisches Zentrum. Wissenschaftler haben vor einem Jahrhundert errechnet, dass hier die exakte Mitte Asiens liegt. Die genaue Stelle markiert ein Obelisk. Trotzdem ist Tuva mit seinen rund 300.000 Einwohnern ein Land, das immer irgendwie dazwischen lag. Zwischen der Taiga und der Wüste Gobi, zwischen Russen und Mongolen, zwischen Christentum und Buddhismus. Weil Tuva vom großen Zeitgeschehen zumeist vergessen wurde, hat der Schamanismus hier überlebt. In der Hauptstadt Kizil gibt es heute sogar eine Schamanenklinik. Nikolai Musukowitsch ist so etwas wie der Klinikchef. Vielen Menschen, die in die Schamanenklinik kommen, konnte die Schulmedizin nicht helfen. Andere glauben ohnehin, Schamanen seien die besseren Heiler. Manche Patienten in der Klinik sind körperlich schwer krank, andere ängstlich, verzweifelt oder nervös. Schamanen behandeln die unterschiedlichsten Fälle. Oft wenden sie Massagetechniken an, manchmal verordnen sie Heilkräuter oder stellen Ernährungsvorschriften auf. Aber das Körperliche ist im Grunde zweitrangig. Im Mittelpunkt steht die Seele eines Patienten. Bei Nikolai ist ein junges Ehepaar, das einen Autounfall hatte. Sie sind nicht verletzt, aber seit dem Unfall geht es ihnen nicht gut. Beide schlafen schlecht und sind gereizt. Nun hat die Mutter der jungen Frau sie überredet, gemeinsam zum Schamanen zu gehen. Ein westlicher Psychotherapeut würde den Zustand des Paares wahrscheinlich posttraumatisches Belastungssyndrom nennen. Der Schamane hingegen sieht das so. In Panikmomenten kann ein Teil der Seele unbemerkt entweichen oder ein böser Geist in den Körper eindringen. Beides kann den Menschen krank machen. Um in einem solchen Fall zu helfen, muss Nikolai Kontakt zu den Geistern aufnehmen. Er trommelt sich und seine Patienten in Trance, in einen veränderten Bewusstseinszustand. Äußerlich ist an ihnen keine große Veränderung zu erkennen. Möglicherweise kehren jetzt jedoch noch einmal die Bilder des Unfalls zu ihnen zurück. Nikolai eröffnet der Familie nach der Zeremonie, dass seine Geister ihm geholfen hätten, die Seelen der beiden wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Diese Nachricht scheint die Familie auf jeden Fall zu beruhigen. Der Schamane bekommt 100 Rubel für seine Mühe, knapp 8 Mark, und die Sitzung ist beendet. Manche Patienten kommen von weit her zu den Schamanen, doch die meisten leben hier in Kizil.
Tuwinisch sind in dieser jungen Stadt nur die Bewohner. Alles andere, Straßen, Geschäfte und Autos, ist russisch. Tuwa wurde 1944 eine autonome Sowjetrepublik und ist heute Teil der Russischen Föderation. Das Land kämpft mit den gleichen Problemen wie andere Republiken des einstigen Sowjetimperiums. Inflation, Desorganisation, Kriminalität. Dass es den Schamanismus nach 5,5 Jahrzehnten Sowjetkommunismus überhaupt noch gibt, ist wie ein Wunder. Schamanen waren ideologische Feinde. Sie wurden verfolgt und getötet. Doch selbst in dieser langen Zeit haben die Tuwa nicht ihren Glauben an die Schamanen verloren und gehen heute wieder wie selbstverständlich zu ihnen. Ich weiß nicht so genau, was die Leute eigentlich in uns sehen. Manche glauben, dass wir Doktoren, Ärzte oder Heiler sind. Andere betrachten uns als Ratgeber. Viele Leute nennen uns auch Lehrer oder Meister. Ich glaube, sie meinen mit Lehrer einen Menschen, der ihnen sagt, wie sie leben sollen. Aber im Grunde denke ich nicht so viel darüber nach, was die Leute eigentlich in mir und den anderen sehen wollen. Was man heute noch über die alten Schamanen Tuwas weiß und von ihren Gegenständen besitzt, ist im Tuwinischen Nationalmuseum zu finden. Viel ist es nicht, denn wenn der Schamane starb, wurde ihm sein Besitz zumeist mit ins Grab gegeben. Ein Schamanenmantel aus dem 19. Jahrhundert. Alle Details haben eine Bedeutung. Die Metallidole stellen die Hilfsgeister des Schamanen dar. Die Fransen am Mantel sind Schlangen, die ihn auf seiner spirituellen Reise vor Gefahren beschützen sollen. Die Trommel ist sein Reittier. Das Wort Schamane stammt ursprünglich aus dem Sibirischen. Der Wortstamm Scha kommt von Wissen. Heute wird der Begriff des Schamanismus für die magisch-ekstatischen Praktiken der traditionellen Medizinmänner weltweit verwendet. Es wird vermutet, der Schamanismus könnte eine Art Urreligion sein, die es einst auf allen Kontinenten gab. Der Schamane Nikolai geht auf Reisen. Sein Ziel, eine Kleinstadt in der Steppe. Weil es dort keine eigenen Schamanen gibt, wird viel zu tun sein. Deshalb begleiten ihn die beiden Schamaninnen Nina und Nadja. An diesem Platz unterbricht jeder Tuwa seine Fahrt, um den Geistern etwas von seinem Reiseproviant anzubieten. Nadja versprengt hier Tee. Der Glaube der Tuwa ist vom Animismus bestimmt, von der Vorstellung, dass alles in der Natur eine Seele, einen Geist habe. Auf diesem Berg wohnt der Geist von Sherashan, dem großen Bären aus dem Sternenhimmel. Die Tuwa glauben, dass sie alle von Sherashan abstammen. In der Kleinstadt Shadan sind die Leute ins Heimatmuseum gekommen. Es ist der einzige Raum im Ort, in dem das große Ritual stattfinden kann. Nikolai will die Seelen der Menschen reinigen. Zunächst liest er den Leuten aus Shadan gehörig die Leviten. Er wirft ihnen vor, dass sie vom richtigen Weg abgekommen seien und dass sie die Geister schlecht behandelten. Darin sieht der Schamane die Ursache für die schlimmen Zustände in Shadan. Die meisten Männer seien kriminell, die Frauen deshalb krank und die Kinder unglücklich. Shadan wird hier auch sibirisch Chicago genannt. Nikolais Worte waren kaum übertrieben. Das Leben wird von einem traurigen Kreislauf bestimmt. Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Armut. Perspektiven gibt es kaum. Viele verlassen den Ort. Nikolai glaubt, die Gründe für diese Trostlosigkeit zu kennen. Die Leute hätten ihre Wurzeln verloren und ihre Seelen hätten Schaden genommen. Trotzdem ist der Schamane überzeugt, dass er den Menschen wieder Glauben und Identität geben kann, aber es wird ihn viel Kraft kosten. Die Schwingungen der dröhnenden Trommeln erfüllen den Raum und scheinen sich auf jeden zu übertragen. Die Menschen wehren sich nicht mehr gegen die Wirkung. Zu lange hat Nikolai von ihrem falschen Leben und der Umkehr auf den richtigen Weg gesprochen. Jetzt wollen sie sich gehen lassen und fallen in eine Art Trance.
Nach dem Trommelritual geht der Schamane zu jedem und vertreibt mit einem Eulenflügel böse Kräfte. Er streicht mit einer Bärentatze über die Körper. Sie soll Stärke übertragen und gesund machen. Das Entscheidende ist für Nikolai allerdings bereits während der Trance geschehen. Er hat Kontakt zu den Geistern aufgenommen. Die Kraft zum Heilen kommt aus dem Herzen eines Schamanen. Daher nimmt er die Fähigkeit, einem Kranken zu helfen. Das hilft dem Schamanen, die Geister in einem kranken Menschen zu verstehen. Er trommelt im Rhythmus des Blutes und dringt so in das Innere eines Kranken ein. Nur dort findet er die Gründe, warum die Seele des Menschen krank geworden ist. Ich glaube, dass immer zuerst die Seele krank wird und dann der Körper. Der Schamane sieht sich als Vermittler zwischen der realen Welt und der Welt der Geister. In seinen Augen kann Heilung nur mit Hilfe der Geister geschehen. Doch worin bestehen die Heilkräfte des Schamanen, wenn man den Glauben an Geister beiseite lässt? An der Universität Gießen erforschen Psychologen und Neurophysiologen seit 1997 die Wirkungsweise des Schamanismus. Dass schamanische Rituale eine Heilwirkung haben, ist schon länger bewiesen. Bereits in den 80er Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation anerkannt, dass der Schamanismus speziell bei der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen die gleichen Erfolge erzielt wie die Schulmedizin. Das Gießener Forscherteam um den Psychologen Professor Feitel interessiert sich jetzt vor allem für die Frage, wie entsteht Trance und was kann sie bewirken? Trance wird als eine Art Zwischenbewusstsein beschrieben, ein Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Im Experiment wird dieser Bewusstseinszustand durch Schaukeln auf einer Kippliege erreicht. Tranceartige Zustände kennen die Psychologen auch von der Hypnose und dem autogenen Training. So wie der Mensch gebaut ist und wie er funktioniert, enthält er die Möglichkeit, irgendwie aus dem vollen Bewusstsein wegzutreten in andere Bereiche hinein, die wir eben jetzt im Augenblick als außergewöhnliche Bewusstseinszustände bezeichnen. Aber das Außergewöhnliche ist, wenn man es wirklich mal genau untersucht, nicht so außergewöhnlich, denn sehr häufig gehören diese Dinge ja zur ganz normalen Reaktionsweise und den normalen Funktionen eines Menschen, nur dass sie relativ selten auftreten. Das ist der Unterschied. Im Experiment wird der Trancezustand durch das Kopfüberkippen erreicht. Dies verursacht eine Art Kreislaufsynchronisation, bei der sich immer wieder die Flüssigkeitsverteilung im Körper ändert. Der Pulsschlag erhöht sich, wobei der Blutdruck paradoxerweise sinkt. Jetzt verlangsamen sich die Hirnströme. Während sie sich im Wachzustand im sogenannten Beta-Bereich befinden, verschieben sie sich nun in den Theta-Bereich, den gleichen Rhythmus, den Gehirnwellen zum Beispiel beim Einschlafen zeigen. Komplizierter, weil kaum messbar, ist die Frage, was Menschen in solchen Trancezuständen erleben. Übereinstimmend sprechen die Probanden von einem Verlust des Zeitempfindens und der Selbstkontrolle, von geistiger Frische und so einem Gefühl von »Lass es einfach laufen«, das die Psychologen affektive Indifferenz nennen. Natürlich interessiert bei derartigen Versuchen der klinische Nutzen von Trance. Besonders das veränderte Schmerzempfinden ist für die Gießener Forscher interessant. Was jetzt in diesen Gehirnen, so stellen wir uns das vor, passiert ist, dass in diesen Zuständen nicht diese feine Interaktion zwischen verschiedenen Hirnarealen, wie sie jetzt bei der Schmerzverarbeitung der Fall ist, ja, dass die nicht mehr funktionieren, sondern dass die aufgelöst werden. Das heißt, die emotionalen Qualitäten, ja, die mit dem Schmerz verbunden sind, also dass es so wirklich unangenehm ist, diese unangenehmen Qualitäten, die werden eigentlich weggebügelt, ja, die werden reduziert, sodass dann ruhig die Schmerzquelle noch da sein kann. Ja, aber die Leute sind in einem relativ passiven Zustand hineintransportiert, in diesen Trance-Zustand vielleicht, über ganz bestimmte Praktiken, von denen wir allerdings jetzt uns einigermaßen vorstellen können, wie sie funktionieren, warum die auch so effektiv sein können. Schmerz verschwindet. Die Techniken sind uralt und in vielen Teilen der Welt bekannt. Weil die Schmerzverarbeitung im Gehirn während der Trance außer Kraft gesetzt ist, können indische Gläubige in religiöser Verzückung über glühende Kohlen laufen und auf heißen Blechen trommeln. Der alten Schamanin in Indien haben ihre Geister während der Trance gesagt, was ihre Patientin krank gemacht hat. Jetzt wird sie ihr die Krankheit aussaugen.
Wer will, kann in diesem Fall von Suggestion oder Placebo sprechen. Doch die Angst der Kranken wird auf jeden Fall gebannt sein. Nee. Auch afrikanische Völker kennen die Trance. Der namibische Schamane erreicht sie im rhythmischen Tanz. Ekstatisches Tanzen, Hüpfen, Trommeln. Wenn der menschliche Kreislauf auf diese Weise gewissermaßen synchronisiert wird, verändert sich das Bewusstsein. Schamanen haben diese Zustände in etlichen Kulturen zur Kunst entfaltet. Wissenschaftliche Erklärungen braucht Nikolai nicht. Für ihn sind die Begegnungen mit den Geistern während seiner Seelenreisen real. Schamanensprechstunde in Shadan. Die Behandlung beginnt oft mit der Befragung der Steine. Bei diesem Wahrsage-Interview erfahren die Heiler das Nötige über die Vorgeschichte des Patienten. Schamanen sind ausnahmslos hochsensible Menschenkenner. Die Ursache einer Krankheit suchen sie in der Seele des Patienten. Geht der Schamane in Trance, folgt ihm der Patient so gut er kann. Die Schamanenreise ist nicht unbedingt eine übersinnliche Vision, sondern ähnelt durchaus einem Gang ins Unterbewusstsein. In jene Bewusstseinsschichten, in denen sich Verdrängtes und Grunderfahrungen finden lassen. Nikolai interpretiert die Bilder, die er und die Patienten in der Trance gesehen haben, wie ein Psychoanalytiker der Träume deutet. Erst nach vielen Stunden sind alle Patienten behandelt. Die Schamanen brechen auf. Die Reise geht weiter durch die Steppe in das Dorf Tjewe Chaya. In Tjewe Chaya leben die Leute noch halb nomadisch. Im Sommer sind sie mit der Herde und ihrem Wohnzelt, der Jurte, unterwegs. Jetzt, im tiefsten Winter, leben sie zusammen im Dorf. Die Schamanen werden schon erwartet. Hohem Besuch wird entgegengeritten, weil das höflich ist. Hier warten keine Kranken auf die Schamanen, alle im Dorf sind wohlauf. Doch Schamanen führen nicht nur Heilbehandlungen durch. Die Aufregung ist groß, denn für die Kleinen ist es das erste Mal, dass Schamanen ihren Kindergarten besuchen. Nikolai erzählt den Kindern von Shere Shan, dem großen Bären am Himmel, von den Geistern der Steppe, von der Seele der Tiere und Pflanzen. Die meisten Geschichten sind für die Kinder selbstverständlich. Sie wachsen mit dem ursprünglichen Glauben ihres Volkes auf. Seit 1993 ist der Schamanismus in Tuva wieder die offiziell anerkannte Religion. Und den Eltern ist es wichtig, dass die Kinder damit bereits früh Erfahrungen machen. Gegen Ende der Zeremonie werden die Kinder rituell gereinigt. Mit tuwinischem Tee, dem typischen Getränk aus grünem Tee, Salz und saurer Milch. Solche Rituale haben in ganz Sibirien den Sowjetkommunismus überlebt. Vielleicht einfach deshalb, weil die Bevölkerungsdichte so gering ist und die Stämme so weit voneinander entfernt leben. In den Völkern Sibiriens haben sich die vielfältigsten schamanischen Traditionen gehalten. Dies sind Schamanenskulpturen der Nanais, einem Stamm aus dem fernen Osten Sibiriens. Die Nanais haben sich bei ihren Kultgegenständen vollkommen archaische Formen bewahrt. Für sie sind diese Holzskulpturen einfach Wohnungen für Geister. Ein Schamane der Nanais braucht solche Figuren, um zu heilen. Wenn er durch seine Hilfsgeister erfahren hat, welcher böse Geist einen Menschen krank gemacht hat, stellt er eine Figur her. Dann überredet er den Geist der Krankheit, aus dem Körper des Menschen in so eine schöne Figur umzuziehen. Manchmal braucht der Schamane bei der Herstellung der Figuren Hilfe. Zum Beispiel die des Künstlers Anatol Donkan.
Wenn der Schamane, aus welchen Gründen auch immer, ob er nun krank oder alt ist, es selber nicht machen kann, dann bittet er einen anderen, von dem er weiß, dass er das wirklich gut versteht. Dem sagt er dann, ich brauche eine ganz bestimmte Figur für diesen Kranken. Derjenige, der die Figur macht, muss wissen, was der Schamane von ihm erwartet, ohne dass es eine Zeichnung gibt. Donkan versichert, dass der Patient sofort seine Angst vor der Krankheit verliert, wenn der Schamane den bösen Geist in die Figur gelockt hat. Das mag vielen zu einfach klingen, aber der Patient wird von dieser Vorstellung beruhigt. So kann der Glaube manchmal tatsächlich zu einer Linderung führen. Donkan hat Sibirien vor einem Jahr verlassen und lebt heute in Wien. Auch in Wien gibt es Leute, die Donkans Figuren zu schätzen wissen. Die sogenannten Neo-Schamanen. Einmal in der Woche trifft sich die Gruppe der Foundation for Shamanic Studies, ein Verein für schamanische Studien, um gemeinsam zu trommeln, spirituelle Erfahrungen zu machen und Kranke zu heilen. Paul Ukusic, der Chef der Gruppe, publiziert, hält Seminare und versucht so, das Wissen über den Schamanismus zu verbreiten. Also ich gehe davon aus, dass in jedem von uns schamanische Fähigkeiten stecken, schlummern, wie immer Sie das möchten. Und die Menschen, die in die Seminare kommen, die machen eigentlich zum überwiegenden Teil bereits in den ersten 2 Tagen ihrer schamanischen Tätigkeit, machen sie schamanische Erfahrungen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Beweis dafür. Also wenn man bereit ist, sich zu öffnen und die Geisterwelt sozusagen hereinlassen möchte, dann kommt sie auch. In der Trance sucht die Gruppe den Kontakt zur Geisterwelt. Sie wollen wissen, wie einer jungen Frau mit chronischen Rückenschmerzen geholfen werden kann. Was anschließend gesagt und getan wird, ließe sich wohl am ehesten mit Psychotherapie plus Heilperformance übersetzen. Hier wird es Extraktion genannt. Ob die Bemühungen der jungen Frau helfen, muss offen bleiben. Es gibt Neo-Schamanen, die in Heilberufen arbeiten und dabei auch traditionelle Rituale anwenden. Ein Klient der Heilpraktikerin Christel Polani soll auf diesem Weg einen 3,5 cm großen Gallenstein verloren haben. Mit Hilfe der Geister habe ich einmal versucht, eben, dass der Stein abgeht, dass sich auflöst, wie auch immer. Ja, und siehe da, beim nächsten Besuch von meinem Klienten war der Stein dann wirklich weg. Und das können Sie auch anhand der Röntgenbefunde eben deutlich sehen. Das war für mich auch eine Überraschung. Es gibt immer Überraschungen. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Die Wirkung schamanischer Praktiken kann mit einem solchen Fall freilich nicht bewiesen werden. Doch dem Schamanismus ist mit Beweisen ohnehin schwer beizukommen. Dennoch nimmt das Interesse an diesem Phänomen im Westen ständig zu. Im Gegensatz zu den Neo-Schamanen Europas ist der tuwinische Schamane Nikolai eine anerkannte Autorität. Verehrt, aber auch wegen seiner Verbindung zur Geisterwelt gefürchtet. Die Schamanen sind im Dorf Tjewechaja zu Gast in einer Jurte, dem Rundzelt der Nomaden. Der hohe Besuch ist eine Herausforderung für die Gastgeber, denn wer Schamanen verärgert, riskiert Unglück. Erfreut man sie hingegen, lassen sie sich vielleicht später dazu überreden, die Herde zu segnen. Nach tuwinischer Art wird für den Besuch ein Schaf geschlachtet. Ein Schnitt am Brustbein des Tieres, dann wird die Aorta zusammengepresst. In Sekunden ist das Schaf tot. Vorsichtig geht die Schlachtung dann weiter. Bis zum Schluss wird kein Tropfen Blut auf den Boden fallen, weil die Erde nicht beleidigt werden darf. Auch das ist Animismus. Am Morgen werden die Lämmer aus der Jurte gebracht. Die eiskalten Nächte würden sie draußen nicht überleben. Auch jetzt sind es noch minus 40 Grad. Doch die Tuwa sind daran gewöhnt. Ja.
Nikolai ist glücklich, Schamane zu sein, denn so kann er den Menschen helfen. Menschen, die immer wieder vergessen, es ist ihre Seele, die krank geworden ist, nicht ihr Körper. Die Schamanen sehen sich heute wieder als das, was sie einst waren, als geistige Mitte ihres Volkes, als diejenigen, die den Menschen einen Weg zeigen. Einstweilen ist das in Tuva ein Weg zurück. Zurück zu den Wurzeln, zu den Bräuchen, zur Natur, zu den Geistern der Steppe. Schamanen müssen für die Geister der Steppe trommeln und singen. Die Dorfbewohner bringen den Geistern zu essen. Deshalb werden die Weiden fruchtbar sein, den Tieren und Menschen wird es gut gehen. Und für den Fall, dass die Geister doch einmal verärgert sind, gibt es immer noch den Schamanen. Er ist der Mittler zwischen den Menschen und den Geistern. Er ist mit beiden sehr vertraut.